In diesem Video möchte ich die verschiedenen Zugriffsebenen vorstellen. Ich werde probieren, am Ende den Bogen wieder zu schließen zu den Methoden. Wir werden auch, kommen nicht drum herum, auch über Klassen zu reden. Für Klassen könnt ihr euch einfach erstmal eine Datei vorstellen. Wir haben hier unser Programm CS und hier oben auch Class-Programm. Deswegen, wenn ihr an eine Klasse, wenn jetzt hier um eine Klasse geht, denkt an eine Datei einfach. Und eine Assembly, ich habe die beiden Begriffe hier unten schon quasi hingeschrieben. Assembly ist quasi einfach das fertige Programm bei C-Sharp, meistens in Form einer EXE oder DLL-Datei. Also quasi. Und das hier wird zu einem Bauplan quasi. Und ihr merkt schon, Baustein, Assembly ist dann halt, wie gesagt, DLL oder EXE. Baustein. Und nun haben wir verschiedene Zugriffsebenen. Die ersten drei sind vor allem entscheidend und auch in anderen Programmiersprachen so verwendet. Die wir bisher verwendet haben, ist public. Wenn wir etwas public machen, ist es halt möglich, auf diesen Code von jeder anderen Datei auch zuzugreifen oder halt Klasse. Wenn wir etwas als private deklarieren, kann es nur innerhalb der Klasse verwendet werden und nicht von außerhalb dieser Klasse oder Struktur. Eine Struktur ist im Grunde eine sehr einfache Datei, in der wir zum Beispiel nur Integer-Variablen verwenden würden. Dann könnte man von einer Struktur reden. Braucht euch jetzt nicht weiter zu beschäftigen. Wir haben noch Protected. Protected ist dann, dass der Zugriff nur von Code in der gleichen Klasse oder Struktur oder in abgeleiteten Klassen verwendet werden darf. Und die letzten zwei Zugriffsebenen werden wir fürs Erste nicht sehen. Könnt ihr euch hier kurz durchlesen? Das ist im Grunde der Text aus der Microsoft NetFramework C-Sharp Dokumentation. Und ich habe ihn nur ein bisschen umgeschrieben. Ja, was hat das jetzt eigentlich mit unseren Methoden zu tun? Also, die Klassen sind unsere Baupläne. Wir haben hier eine Klasse geschrieben und die dient als Bauplan für Objekte der Klasse Programm. Und innerhalb ein solcher Bauplan besteht immer aus Eigenschaften und Methoden. Und Methoden. Und die sind halt in der Klasse quasi beschrieben. Klasse. Hat die Eigenschaften und die Methoden. Und wir haben uns jetzt halt schon bisher mit den Methoden beschäftigt. Die Eigenschaften haben wir noch nicht behandelt. Und wenn man das beides zusammen kombiniert, beziehungsweise dieses beides erstellt man innerhalb von Klassen. Und was wir dann mit unseren Klassen machen können, ist halt von ihnen Objekte erstellen. Und Objekte bestehen dann quasi aus den Eigenschaften und Methoden der Klasse. Von der Klasse. Und das Ganze funktioniert halt, indem wir quasi einen Aufruf an die Klasse machen. Erstelle uns bitte ein Objekt. Also dieses Objekt besteht dann nicht innerhalb der Klasse oder so, wie man sich vielleicht das mit einem Array vorstellen würde. Nein, so ist das nicht, sondern wir erzeugen einen Verweis auf die Klasse und kriegen daraufhin unser Objekt. Und unser Objekt ist dann separat quasi vorhanden. So. Und das Ziel ist es halt jetzt dann quasi als nächstes auf die Klassen einzugehen und in Verbindung mit diesen auch die Eigenschaften vorzustellen und dann auch Objekte zu erstellen. Und dafür war einfach es nötig, dass wir vorher jetzt diese ganzen Variablen, Kontrollstrukturen kennengelernt haben. Und jetzt muss man einfach den Sprung schaffen, das auch auf diese Objekte zu übertragen.
Denn diese Objekte ermöglichen uns halt einfach dann viel schneller Programmcode zu modifizieren, ihn fehlerfreier zu schreiben und einfacher Probleme zu lösen. Das ist es ja, worum es beim Programmieren geht.